junge Herren mit relativ großen Instrumenten, die könnten uns das vielleicht doch ein bisschen in der Praxis beweisen. Dieses Ensemble heißt Circus Bassissimus. Herr Billinger, nicht Zirkusdirektor, aber immerhin der Gründer dieses Ensembles. Wie kam man sich auf die Idee, vier Bassgeigen zusammenzuführen? Das kommt bei mir daher, dass ich auch als Komponist und als Bearbeiter tätig bin, außer meiner Arbeit als Kontrabassist. Und das ist, vier Kontrabässe machen einen ganz interessanten Klang. Und da ist auch kompositorisch noch einiges drinnen. Und es ist einfach eine Herausforderung. Ich habe gern große Herausforderungen. Und wenn man so einen Menschen fragt, kannst du dir vorstellen, mit vier Kontrabässen Musik zu machen? Ja. Wird fast jeder sagen, naja. Das geht nicht. Und aber es hat noch jeder, der es gehört hat, hat erstaunt feststellen müssen. Also das, was ich jetzt zum Schluss gesagt habe, ist sozusagen ein Versprechen im Voraus. Meine Damen und Herren, ich hoffe, diese vier Herren werden uns jetzt in der Praxis zeigen, wie zärtlich man sein kann. Und das Stück, das Sie für uns spielen wollen, hat ja auch eine gewisse Beziehung. Also lassen Sie die Streicheinheiten Ihren Instrumenten zugutekommen. Sie hören, meine Damen und Herren, wie das doch zusammenpasst. Die Kennmelodie aus Der dritte Mann. Darf ich Sie bitten? Bravo.